Hallo und willkommen zu einem Speedpainting über ein Steampunk-Bild mit einem Freund. Hier seht ihr Turin. Ich habe ihn auf Twitch kennengelernt und auf Twitch habe ich auch diese Aufnahme aufgenommen während eines Streams. Ein ganz lieber Freund hat mir dann all diese Bilder zusammengefügt und ganz schnell vorlaufen lassen, damit ihr nicht die 8 Stunden, die das Ganze gedauert hat, warten müsst, sondern nur in ganz gemütlichen 20 Minuten anschauen könnt, was ich da gemalt habe. Die Technik nenne ich Bausen. Bausen ist, wenn ich mit einer wasserlöslichen Wachsmalkreide einen Ausdruck aus dem Drucker, ich habe hier einen Schwarz-Weiß-Ausdruck von Turin benutzt, von hinten einfärbe, damit ich ihn dann später auf ein Medium übertragen kann. Das kann eine Leinwand sein, das kann Papier sein, das kann ein Holzbrett sein, das können sehr viele Dinge sein, mit denen ich diese Technik anwenden kann. Der Grundgedanke dabei ist, dass jemand dann auch damit malen kann, der vielleicht gar nicht malen kann. Ihr werdet gleich sehen, wie ich das mache. Ich drücke hier dauernd auf mein Handy, weil ich eine Stoppuhr benutzt hatte, die aber hier völlig unwichtig ist. Ihr braucht das nicht. Das Einzige, was ihr braucht, ist der Schwarz-Weiß-Ausdruck des Bildes, das ihr übertragen wollt. Von hinten komplett mit wasserlöslicher Wachsmalkreide hier den Gelatus von Faber-Castell auftragen und dann, wie ihr hier seht, die Details, die ihr auf eurer Leinwand sehen wollt, übertragen. Ich habe das Gesicht und die Konturen und die Details von Turin mit einem Kugelschreiber übertragen. Großflächige Schattierungen, wie ihr hier seht, kann ich mit einem Gegenstand übertragen, zum Beispiel einem Falzbein oder einem Löffel oder dem Griff eines Messers. Das ist ganz euch überlassen. Der Grundgedanke ist, dass linienscharfe Linien mit einem scharfen Stift übertragen werden, mit dieser wasserlöslichen Wachsmalkreide auf der Rückseite des Drucks und große Flächen dann mit großflächigen Werkzeugen. Ihr seht ja hier, wie ich das mache. Und ja, ihr seht jetzt auch schon, dass so langsam nach und nach sich Turins Gesicht herausschält aus diesem Übertrag mit der wasserlöslichen Wachsmalkreide. Der Grund, warum ich diese wasserlösliche Wachsmalkreide benutze, seht ihr hier. Man kann natürlich auch Motive übertragen mit anderen Materialien oder Wachskreiden, die dann auch nicht wasserlöslich sind. Ich werde immer wieder gefragt, warum müssen das denn wasserlösliche sein? Es müssen gar keine wasserlöslichen sein, aber stellt euch ja mal vor, ihr wollt das machen, was ich hier gerade mache, nämlich einen Aquarelleffekt erzeugen. Diesen Aquarelleffekt kann ich mit diesen wasserlöslichen Wachsmalkreiden wunderbar nach dem Übertragen des Bildes arbeiten. Das heißt, ich kann mein Bild noch weicher gestalten, die Schattierungen etwas auflösen oder gleich mit dem Farbauftrag, den ich vorher in dem ersten Schritt gemacht habe, dann gleich Schattierungen erzeugen oder ganze Flächen einfärben. Das geht nur, wenn ich beim Übertragen wasserlösliche Wachsmalkreide benutzt habe, natürlich. Das ist die Antwort auf die Frage, warum muss es wasserlösliche Wachsmalkreide sein? Einen weiteren Vorteil dieser wasserlöslichen Wachsmalkreide seht ihr hier. Ich kann direkt mit einem nassen Pinsel, ich benutze hier einen Wassertankpinsel, da ist schon Wasser drin, immer wieder Farbe von dem Stift abnehmen und damit mein Motiv kolorieren. Und das geht natürlich auch wieder nur, wenn diese Kreide wasserlöslich ist. Das heißt, ihr könnt diese Kreide nicht nur zum Übertragen von Motiven benutzen, sondern auch zum Kolorieren. Ist das nicht toll? Weitere Techniken werden im Verlauf des Videos auch noch zu sehen sein. Wenn ihr euch wundert, dass oben links das kleine Bild von mir öfters mal einen anderen Look zeigt, das liegt daran, dass dieses Video hier über mehrere Streams auf Twitch entstanden ist. Ich werde euch unten in der Infobox auch einen Link zu meinem Twitch-Kanal geben. Wenn ihr da mal vorbeischauen wollt, könnt ihr mir immer Fragen stellen zu allem, was ihr hier auf meinem Kanal jemals gesehen habt oder zu besonderen Techniken oder halt wie hier in dem Fall
zu dieser Bausentechnik, wo man Bilder übertragen kann, oder was ich mit dem Leinwandbild hier noch im weiteren Verlauf gemacht habe. Das könnt ihr immer erfragen. Ich habe da einen festen Zeitplan, der so fest nun auch wieder nicht ist. Man hat ja auch mal Urlaub oder ist auch schon mal krank. Und den genauen Plan findet ihr dann dort auf meiner Kanalseite auf Twitch. Hier seht ihr, dass ich nicht nur übertrage und male mit den wasserlöslichen Wachsmalkreiden, sondern auch schattiere. Ich gehe dann direkt auf die Kreide mit einem Tuch und übertrage diese Farbe dann dort, wo ich sie haben möchte. Dazu schabloniere ich, wie ihr seht. Die Schablone besteht aus einem Ausschnitt, aus diesem Ausdruck, und das erleichtert mir sehr viel Arbeit. So kann ich große Flächen meines Bildes in einem Rutsch kolorieren und genau passgenau platzieren. Wie toll ist das denn? Hm? Wie findet ihr das? Hinterlasst mir doch mal eure Meinung, wie ihr diese Technik findet, in den Kommentaren. Nun, hier haben wir den ersten Teil des Bildes abgeschlossen und ich möchte das Bild ein bisschen dreidimensional gestalten. Das mache ich mit Stanzen, mit ausgestanzten Moosgummiteilen, die ich dann auf der Leinwand aufgeklebt habe. Schaut genau hin, wie ich das mache. Wenn ihr, wie gesagt, weitere Fragen dazu habt, immer gern auf Twitch. Wer Stanztechniken noch nicht so genau kennt, Stanzen sind solche, wie ihr hier seht, solche Metallteile, die haben eine etwas scharfe Kante, also nicht so scharf, dass man sich daran schneiden kann, aber scharf genug, um Papier oder solche Dinge wie Moosgummi auszustanzen. Und hier seht ihr die fertigen Stanzteile. Die habe ich dann auf meinem Bild platziert und aufgeklebt und trocknen lassen, um später eine weitere Schicht, eine weitere Lage Zellstoff darüber aufzubringen. Und jetzt braucht Thorin noch einen Zylinderhut. Wer kann sich Steampunk ohne einen Zylinderhut vorstellen? Dazu habe ich das per Hand gezeichnet und von einem anderen Bild, das ich zur Verfügung hatte, übernommen die Form. Die habe ich dann später im Verlauf des Bildes nochmal angepasst und habe das hier aufgeklebt, habe das dann aus Moosgummi ausgeschnitten. Das war dann Freihand, aber falls ihr dieses Bild oder ein ähnliches Bild nacharbeiten wollt und keinen Zylinder aus der Hand malen könnt, dann sucht euch irgendwo im Internet ein hübsches Bild und druckt das in der Größe, die ihr braucht, aus. Von einem Zylinder natürlich, druckt das in der benötigten Größe aus und dann könnt ihr das auf das Moosgummi übertragen. Ich denke mal, das bekommt ihr hin und das gibt dann nochmal einen zusätzlichen 3D-Effekt auf meinem Bild. Die Farbaufträge der wasserlöslichen Wachsmalkreide hatten nun einige Tage Zeit zu trocknen. Dann kann ich eine weitere Schicht auftragen. Also wenn mir eine Schattierung oder ein Bild noch zu blass ist oder ich noch weitere Farben auftragen möchte, sollte ich die erste Schicht trocknen lassen. Hier auch noch einmal weitere Moosgummiteile werden aufgeklebt. Und ich lasse euch das jetzt mal genießen, wie dieses Bild entsteht und wächst und gedeiht.
An dieser Stelle möchte ich die Gelegenheit ergreifen, euch auch auf all meine anderen Videos mit wasserlöslicher Wachsmalkreide hinzuweisen. Ich habe euch dafür Playlists erstellt und werde euch die unter dem Video verlinken. Außerdem, ganz interessant, meine Malmärchen. Ich habe bei all meinen Malmärchen auch mit dieser Kreide, mit dieser Technik gearbeitet und dabei Märchen passend zum Bild erzählt. Falls ihr das noch nicht gesehen habt, schaut euch das mal an. Auch das werde ich euch unten unter dem Video verlinken. Und selbst wer gar kein Interesse am Malen oder an Kunst und Kreativität hat, wird vielleicht an den Märchen Freude haben oder es seinen Kindern vorspielen. Ich hoffe, es gefällt euch. Hier habe ich nun eine Lage Zellstoff über die Moosgummiteile geklebt. Das war in dem Fall eine rote Serviette. Man kann jede Serviette nehmen, die man zur Hand hat. Ich habe es auch mit, haltet euch fest, Klopapier versucht, weil dieses Bild entstand zu Beginn der Corona-Krise. Und wie wir uns erinnern, gab es da eine Klopapierknappheit. Und im Stream sagten immer wieder alle, oh mein Gott, du hast da noch eine halbe Rolle Klopapier rumstehen. Ja, die ist als Papier, wenn ich schmutzige Pinsel oder so habe, habe ich das benutzt. Und dann dachte ich, naja, da mache ich mir mal einen Scherz draus und klebe Klopapier, dieses wertvolle Klopapier, was man mit Gold aufwiegen kann, auf mein Bild. Aber Klopapier ist schlecht geeignet. Warum? Wenn ich das Klopapier als Schicht mit Klebstoff aufklebe, weil Klopapier ja natürlich sofort zerfallen soll durch Feuchtigkeit, ich werde da jetzt nicht weiter erklären, warum, geht das auch beim Aufkleben mit Klebstoff sofort kaputt. Also ich kann euch da nur empfehlen, eine schöne feste Serviette zu benutzen. Die Farbe ist in dem Fall egal. Und die hatte ich dann über die Moosgummiteile geklebt. Dann habe ich den Hintergrund mit weißem Gesso übermalt, sodass ich eine einheitliche Hintergrundfarbe habe. Jetzt hier in dem Fall male ich den Zylinder wiederum schwarz mit schwarzem Gesso an, um eine Basis für mein Zylinderbild zu haben. Ihr seht, ihr könnt mit Gesso, mit Hintergrundgrundierungen, könnt ihr super arbeiten, um bestimmte Effekte zu erzielen. Und hier gehe ich jetzt mit ein bisschen von diesem schwarzen Gesso auf die imaginären Standteile, also auf die Zahnräder, um eine bestimmte Grundschattierung schon einmal zu erzeugen. Im weiteren Verlauf des Videos seht ihr, wie ich das hier alles schattiere, um diesen plastischen Effekt zu erzeugen. Hier habe ich nun mit einer Kupferfarbe den Hintergrund übermalt, um diesen Metalleffekt, ich wollte ja ein Steampunk-Bild malen und die Zahnräder relativ realistisch aussehen zu lassen, da habe ich dann diese Kupferfarbe drüber gegeben. Ihr seht aber auch, dass ich ein kleines bisschen von dem Schwarz aus dem letzten Schritt von den Zahnrädern stehen lasse, um gleich schon einen Schatten zu erzeugen. Bei einem Mixed-Media-Bild werden meistens viele Lagen übereinander gelegt. Da seid ihr der Chef. Ihr könnt so viele Farbschichten und Gegenstände oder Lagen übereinander kleben und malen und pinseln, wie ihr wollt, bis euch das Bild gefällt. Da gibt es keine Regel, keine Vorschrift. Bei Mixed Media ist ganz wichtig, Spaß haben und es mal laufen lassen, ausprobieren. Und falls man gar nicht zufrieden ist, wir haben immer noch Gesso und können das ganze Bild mit Gesso übermalen. Genau, und ganz von vorn anfangen. Aber das ist bisher gar
ganz selten mal passiert, das wird euch auch selten passieren. Seid einfach nicht so kritisch, wenn ihr Bilder malt und lasst es einfach fließen. Ja, und auch hier wieder das Thema Schattieren. Um ein Bild dreidimensional zu gestalten, natürlich, was erzeugt eine dreidimensionale Wirkung? Licht und Schatten. Immer wieder weiter versuchen, ausarbeiten. Ich habe dort Schatten aufgetragen und wieder weggewischt und hier Helligkeiten aufgetragen. Das Gegenteil von Schatten ist Helligkeit, genau. Man kann auch, um plastische Effekte zu erzielen, nicht nur Bereiche abdunkeln, um einen Schatteneffekt zu erzeugen, sondern auch Bereiche aufhellen, um wie hier einen Reflex auf diesem Zylinder zu suggerieren, so ein Lichtreflex mit heller Wachsmalkreide, mit weißer Wachsmalkreide geht das ganz besonders gut. Und wenn man merkt, so wie ich hier gerade, das war jetzt ein bisschen zu viel Helligkeit, da die Wachsmalkreide wasserlöslich ist, kann ich das mit einem feuchten Tuch immer wieder wegnehmen und weiterarbeiten. Also ich finde auch so ein Bild, da geht es nicht darum, möglichst schnell fertig zu werden, sondern das wirklich diesen Entstehungsprozess zu genießen. Und ja, ich hoffe, es gefällt euch hier so ausführlich zuschauen zu können. Und theoretisch könntet ihr den Film sogar noch schneller abspulen. Kennt ihr die Funktion bei YouTube, dass man ein Video in doppelter Geschwindigkeit schauen kann? Allerdings würde ich euch dann raten, den Ton abzustellen. Ich glaube, das wird dann ein bisschen nervig. Hier arbeite ich direkt mit den wasserlöslichen Wachsmalkreiden auf meine Leinwand. Natürlich geht das auch, um möglichst viel Farbe auf einmal aufzubringen. Das bleibt euch überlassen. Ich habe hier in dem Fall jetzt eine andere Marke benutzt. Ich kann euch verschiedene Marken empfehlen. Auch da wird es unten unter dem Video Links für geben. Was ich dann noch betonen möchte, ich habe links neben dem Bild hier Schablonen liegen. Denn mit dieser wasserlöslichen Wachsmalkreide kann man auch ganz wunderbar Schabloneneffekte erzeugen. Sowohl im Positiv schablonieren als negativ schablonieren. Das würde jetzt hier zu weit führen. Dafür habe ich eigene Videos geplant. Ich hoffe, ihr schaut dann wieder rein, wenn euch dieses Thema interessiert und ihr diese tollen Tricks sehen wollt, die man mit der wasserlöslichen Wachsmalkreide erzeugen kann. Hier seht ihr im Hintergrund einige der Schabloneneffekte, von denen ich gerade sprach. Diese Rautenmuster, die ihr dort seht, und die Zahlen im Hintergrund sind beide mit Schablonen gemacht und mit, ratet mal, genau, wasserlöslicher Wachsmalkreide.
Und hier nähern wir uns schon langsam dem Ende des Videos. Ihr habt es fast geschafft. Ich habe das Bild dann an dieser Stelle für fast fertig erklärt, habe dann aber mit meinem Cricut Maker Plotter noch ein Namensschild geplottet aus Metall unten rechts im Bild, damit Turins Name auch für die Ewigkeit erhalten bleibt und zu sehen ist, und habe das dann mit Nieten und Schrauben aufgebracht auf meine Leinwand. Und dann habe ich das Bild verschenkt und ich hoffe, der Empfänger hat sich sehr gefreut. Ich möchte ganz herzlich mich bei Blob bedanken, meinem Twitch-Moderator, für das Schneiden des Videos. Das war eine unglaubliche Arbeit, die er da geleistet hat. Vielen, vielen Dank. Und euch ein herzliches Dankeschön fürs Zuschauen. Ich habe euch lieb. Eure Bärbel. Tschüss.